Auch FCE-Kapitän Martin Mennel war nach seiner Knie-OP beim Trainingsauftakt der Veilchen am Sonntagnachmittag dabei. Wie ist denn der Stand der Heilung, Martin? Ja, im Moment, denke ich, sieht es ganz gut aus. Also ich konnte schon etwas früher als erwartet die Krücken beiseite legen. Konnte auch in Eigenregie, aber auch mit vielen Leuten zusammen schon viel belasten und das Knie langsam aufbauen. Und das sind auch die Schritte für die nächsten Tage und Wochen. Man sieht halt, wie die Jungs hier draußen trainieren und da kriegt man richtig Sehnsucht danach, damit irgendwie mitzupäppeln mit dem Ball. Insofern ist es auch ein Stück weit schade, aber im Moment ist es so, dass ich mich weiter von den Folgen der OP trotzdem noch erhole, aber gleichzeitig auch daran arbeiten kann, dass wieder Stabilität ins Knie kommt, dass die Beweglichkeit wiederhergestellt wird und bin da auf einem sehr guten Weg, also so, dass ich auch schon locker laufen kann, im Kraftraum arbeiten kann. Ja, und meine Ziele, die ja irgendwo mal gesteckt wurden, mit Hinblick auf den Saisonstart oder vielleicht mit ein, zwei Wochen Verspätung, auch heute noch irgendwo realistisch erscheinen. Und das gilt jetzt natürlich in den nächsten Wochen da hart dran zu bleiben. 13 neue Spieler haben wir den Fans heute vorgestellt. Bist du da überhaupt noch mitgekommen in deiner Pause? Ja, wir saßen vorhin auch schon in der Kabine und haben teilweise ein bisschen Bilderrätsel gemacht. Ja. Mit den Namen und Gesichtern kommt man natürlich noch ein bisschen durcheinander. Aber das ist alles ein Prozess in den nächsten Wochen, der stattfinden wird, dass wir uns gegenseitig erstmal beim Namen kennenlernen, dann aber auch als Menschen kennenlernen und immer mehr als Team zusammenwachsen. Das ist das Wichtigste, ja, dass wir eine gute Einheit bilden, wo jeder für den anderen durchs Feuer geht, weil er weiß, dass der andere das genauso im Gegenzug machen würde. Und da wollen wir und müssen wir hinkommen. Denn wir wollen am Ende auch wieder Fußball spielen, der Spaß macht und am Ende auch erfolgreich ist. Und da müssen wir an allen Ecken und Enden ordentlich investieren, damit wir am Ende auch gut was zurückbekommen. Vielen Dank. Gerne.